Die armen Amerikaner, sie können es uns einfach nicht recht machen. Früher hieß es immer, ja, die haben doch keine Ahnung vom Rest der Welt. Jetzt hat sich die NSA mal ein bisschen schlau gemacht und dann heißt es, ja, die haben ja viel zu viel Ahnung. Jetzt bekommt Amerika genau den Fan, den es verdient hat. Sebastian Puffpaff. Das ist schon die halbe Miete. Sehr gut. Das ist schon sehr amerikanisch. Grundlose Euphorie. Wunderbar. Sie sind auf einem guten Weg, ne? Aber ganz ehrlich, aufhören, wenn es am schönsten ist oder was. Nein, wir werden doch eh wie die Amerikaner, muss man wirklich mal sagen. Und ich denke mir immer, wir könnten doch auch einfach mal aufholen. Weil der Amerikaner ist wirklich, das ist ein Vorbild. Der sieht die Dinge auch mal so, wie sie gar nicht sind. Verstehen Sie? Na wirklich, also gucken Sie mal, ich habe mir eine Rucksacktour durch Marokko gemacht. Da ist so ein Exemplar total verstört auf mich zugekommen. Ne? Und ich habe gesagt, was ist denn los? Ne? Da meinte er, hör mal, ich verstehe gar nicht, warum die alle hier so arm sind. Ist doch alles so billig. Ich sage Ihnen, auf so eine Sichtweise muss ich erst mal kommen, verdammt noch mal. Ja, aber das kann der Amerikaner. Ja, in diesem Land der lichten Denker. Nee. Ja, aber denken die Lichter was aus. Sie wissen aber, was ich meine. Ja, in diesem Land des American Way of, warum nicht auch mal so. Ne? Also da ist er ein Beispiel, ein Vorbild. Gut, im Moment sind wir nicht so ganz so gut auf ihn zu sprechen. Ne? Da hat er uns ja so ein bisschen ausgehorcht. Ne? Da hat er uns belauscht. Ne? Da haben die Geheimdienste spioniert. Die Geheimdienste haben spioniert. Mal ganz ehrlich, was glauben Sie, was Geheimdienste tun? Hör mal, seit 50 Jahren gucken wir James Bond. Ne? Das Erste, was er macht, der platziert irgendwo eine Wanze. Was sagt der Deutsche jetzt? Was? Die hören ab? Oder oh, wusste ich nicht. Oh, hör auf. Ist nicht in Ordnung. Ey. Verstehen Sie mich nicht falsch? Ich will das nicht gutheißen. Ja? Aber egal, was Geheimdienste tun, das ist völkerrechtlich nicht tragbar. Das ist alles strafbar, was sie machen. Wer ist legal? Wer ist ein DM? Verstehen Sie? Ja? Und das muss man auch einfach mal begreifen. Ich meine, als wir als Bevölkerung ausgehorcht wurden, ne, da war es ja allen egal. Jetzt als bei Frau Merkel, ne, das Telefon so mitklingelte, das war merkwürdig. Ja? Da hat dann auch Frau Merkel und Schröder, die finden das jetzt nicht mehr so dolle. Ne? Auch der BND hat gesagt, das mögen wir nicht. Nein, nein. Warum richtet sich der BND so auf? Ich sage Ihnen eins, die sind neidisch. Die sind eifersüchtig. Die hätten gerne das gleiche Equipment. Ja, die sitzen aber in ihrem Büro und sagen, ich will das auch können, verdammt nochmal. Ja, aber der BND steht da wahrscheinlich mit so einem Joghurtbecher, ja, mit einer Kordel dran. Hallo? Hallo? Ich sage, nein, wirklich. Sollten Sie mal durch Berlin gehen und da ist so eine Kordel, machen Sie einen großen Schritt drüber, du. Sonst ist er sofort im Funkloch, ja? Oder seien Sie witzig, gehen Sie mal hin und machen Sie din, 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 din. Hallo? Hat er auch mal ein Erfolgserlebnis. Ne? Das Gute ist ja aber, wir haben ja jetzt das No-Spy-Abkommen. Also light. Also so ein bisschen, also vielleicht. Also man hat ja jetzt gesagt, ausgewählte, befreundete Regierungschefs werden vielleicht nicht mehr abgehört. Ne? Und da muss man ja auch als Bevölkerung sagen, es bringt uns weiter. Und gut, so eine andere Sache beim Amerikaner, regen wir uns auch immer auf, das ist eine Waffengesetzgebung. Ne? Die mögen wir auch nicht, ne? Weil die ja alle immer Waffen haben. Wobei ich da auch sage, wir verstehen es einfach nur falsch. Wir müssen es endlich mal begreifen. Schönes Beispiel. Und zwar, es gab doch da diesen Mann, der vorübergehend drei Frauen bei sich im Keller hat wohnen lassen. Ne? Genau der, so. Ja, ja, und da ist ja auch die Waffenlobby, die NRA, sofort nach vorne hat gesagt, seht ihr, wenn nur eine der Frauen bewaffnet gewesen, wäre das gar nicht passiert. Sie müssen endlich mal begreifen, es ist nicht die Hand an der Waffe, die tötet. Es ist doch die Hand ohne Waffe, die sich töten lässt, verdammt nochmal. Ja? Ja, das müssen Sie endlich mal verstehen. Aber der Amerikaner hat es begriffen, da ist er liberal. Müssen Sie sich vorstellen, in Iowa dürfen per Gesetz auch Blinde eine Waffe tragen. Da laufen Blinde mit einer Knarre. Das sind mal Blindgänger. Und da ist er doch ein Vorbild, ne? Oder Texas ist auch ein schöner Staat. Da gibt es ein Pilotprojekt. An 7 Highschools werden Lehrer am M16 ausgebildet. Hör mal, da stehen 2 Schnellfeuergewehre im Lehrerzimmer. Ja? Falls einer Amok läuft, können die endlich zurückschießen. Die patrouillieren die große Pause mit einem M16 auf dem Kreuz. Was meinst du, was da für eine Stimmung ist? Hä? Hebst du das Papier auf? Ja, ja, ja. Das ist Pädagogik. Und kommen Sie, also unser Pfad bisher, wir meckern immer nur rum. Ne? Das können wir gut. Ne? Ist im Sommer warm, warm. Im Winter kalt, kalt.
Der Amerikaner ist ja ganz anders. Den Amerikaner können Sie mitten in der Nacht wecken und fragen, wie ist es? Great. Gestern great, morgen auch. Ja? Und wir? Und wenn wir nichts zu meckern haben, meckern wir über Frau Merkel und die herunterhängenden Mundwinkel. Ja? Wissen Sie, was der Amerikaner machen würde? Der würde die umdrehen und sagen, guck mal, die lacht. Ja? Also, seien Sie amerikanisch.